Willkommen zurück zu Anthem. Ich bin euer Firbo und ja, ich spiele wieder. Es ist immer noch vor Day One Patch. Sage ich auch nur, bezwinge die Gegner 3 Stück. Okay, ist kein Problem. Was haben wir hier? Wir müssen noch ein paar Missionen spielen, genau. Und hier haben wir noch, haben wir auch schon fertig. Naja, gut. Ja, Sache ist, die, es gibt immer so viel zu quatschen hier, holy shit. Sache ist, der One-Patch ist jetzt, beziehungsweise Highlights sind davon bekannt jetzt. Und im Grunde haben wir bis jetzt noch nichts von den Fehlern gehabt. Hauptsächlich werden Bugs behoben, dass man irgendwo hängen bleibt, sei es jetzt irgendwie beim Freischalten von einem Javelin, sei es bei der Beendigung der Expedition. Dann so kleine kosmetischen Sachen, wie zum Beispiel, wenn man eine Festung macht, das haben wir noch nicht gemacht. Der Endboss droppt dann noch optischen Loot, nicht nur, dass du am Ende vom, halt am Ende die Loot-Anzeige, den Loot dafür angezeigt kriegst. Ja, die Ladezeiten, da sind die Leute nicht, sind sie noch unterschiedlicher Meinung, was da passiert, weil die offiziellen Patchnotes sind ja nicht bekannt gegeben, noch nicht. Sieht auch schön aus. Und zwar angeblich sollen nur die Ladezeiten verbessert werden, angeblich. Sorry, aber die Ladezeiten und andere sagen, die Ladezeiten werden gar nicht verbessert. Es wird nur verbessert, dass man nicht mehr in den Ladezeiten hängen bleiben soll. Und wenn man sich die Patchloads da durchliest, da sind sie überall dran, die Ladezeiten halt zu. Halt nicht mehr hängen zu bleiben. Das spielt das Spiel schon sehr oft. Ist uns zum Glück noch nicht passiert. Aber ich habe jetzt heute zum Beispiel den Tag über gespielt gehabt. Deswegen bin ich auch jetzt schon fast Level 12. Und ja, mir ist öfters passiert, dass einfach Objekte, das heißt jetzt so Loot-Sachen, wo man Loot holen kann, oder auch Gegner einfach weggeploppt sind. Da werden wir einfach weg. Das war sehr merkwürdig. Ja, und wir reden einfach jetzt mit ein paar Leuten. Hey, was ist los? Du hast mich gerufen. Das habe ich. Hast du Zeit zu reden oder musst du gerade zu Fey rennen oder so? Du bist sauer. Nein, nein, nein. Ich mache nur Spaß. Würdest du mir sagen, wenn du sauer wärst? Natürlich. Wir sind Freunde. Das freut mich zu hören. Das hast du gesagt. Jedenfalls bin ich nicht sauer. Vielleicht sollte ich sauer sein nach der dummen Nummer, die du abgezogen hast. Nummer? Das Stehlen. Borgen. Das Borgen dieses Javelins. Komm schon, ein paar Problemchen, aber alles in allem ein Erfolg. Taktisch solide und am Ende ist alles gut ausgegangen. Taktisch solide? Ich bitte dich, das war Schlamperei. Du hattest Glück, dass ich da war. Schon möglich, aber gib mir wenigstens ein paar Extrapunkte für mein Draufgängertum. Weil es gut ausgegangen ist, okay. Ein paar Punkte für übertrieben großes Selbstvertrauen. Es hat doch Spaß gemacht, oder nicht? Und du warst einfach unglaublich da draußen. Hast links und rechts Dominion zerfetzt. Du bist fantastisch. Weißt du, Ong, ich weiß nie so genau, ob du etwas wirklich ehrlich meinst. Geh einfach von wahrscheinlich nicht aus. Das vereinfacht die Sache. Komm schon, ich bin ein offenes Buch. Was willst du denn gerne wissen? Wolltest du schon immer ein Krypter sein? Ich wollte nie ein Krypter sein. Das war nicht meine Entscheidung. Aber ich hatte die Gabe. Ich war eins von 6 Kindern. Es war das einzig Sinnvolle. Meine Eltern sahen es als Chance. Nur leider haben sie mich ohne Vorwarnung abgegeben. Und ich wunderte mich nur, warum mein Vater weint. Wo war deine Mutter? Im Gefängnis. Wir waren arm. Oder sie war einfach nur eine notorische Diebin. Wie alt warst du? 8. Die Chance, Krypta zu werden, ist ziemlich einzigartig. Klar. Ich verstehe schon, dass es sinnvoll war. Ich wünschte nur, sie hätten mich gefragt, weißt du? Und was hat sich für dich als Krypta geändert? Was? Du meinst, außer der lähmenden Angst, dass jeder, den ich liebe, mich im nächsten Moment zu meinem eigenen Wohl im Stich lassen könnte? Nur ein Scherz. Du meinst, weil jeder Krypta ein bisschen kaputt ist. Was an mir kaputt ist, richtig? Nichts Wichtiges. Ist egal. Denn schließlich hat ein Krypta die Chance, die Hymne zu hören. Selbst zu hören. Die Musik der Götter. Wer würde nicht so gut wie alles dafür aufgeben? Du? Oh nein, ich würde alles restlos dafür aufgeben. Wirklich, alles. Wer was anderes behauptet, lügt. Okay. So,
Oh, Handy habe ich schon leise gemacht. Ich hatte es gerade aus auf laut gestellt. Kein Problem. Reden mit dir. Hast du kurz Zeit zum Reden? Wenn du nicht gerade eine Mission hast, habe ich alle Zeit der Welt. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass du den Job von Corvus angenommen hast nach all dem. Gäbe es nicht die Gefahr durch das Dominion, hätte ich wohl auch nicht zugestimmt. Hast du aber. Niemand der anderen Freelancer hätte das überhaupt in Betracht gezogen. Bist du mit anderen in Kontakt geblieben? Habe ich zuerst noch versucht. Doch die meisten Überlebenden wollten ihre Freelancer-Vergangenheit komplett vergessen. Und die, die dabei geblieben sind, waren von meiner Idee nicht begeistert, zum Herz des Zorns zurückzukehren. Was hat dich dazu gebracht, dort wieder reinzuwollen? Es gibt noch so viel, das ich verstehen will. Den Sturm, die Hymne und das, was da schiefgelaufen ist. Du meinst, du wirst die Antworten wirklich finden? Spielt das eine Rolle? Die Welt ist voller Mysterien. Das Suchen nach Lösung. Gerade das macht Spaß. Du beschäftigst dich mit Lösungen und hängst dich nicht an Fehlschlägen auf. Beneidenswert. Deshalb bist du gegangen, oder? Du wolltest nicht mehr in der Vergangenheit leben. Das kann ich verstehen. Du wolltest davon weg und nicht mehr Geistern hinterherjagen. Es bedeutet mir viel, dass du das sagst. Ich bin damals aus Antium hergekommen. Kannst du dir das vorstellen? Vom wunderschönen, zivilisierten Antium ins Grenzland. Denn ich wollte das, was hier ist, durch die Augen eines Lancers sehen. Naja, dort draußen deine Augen zu sein, kriege ich schon hin. Ich weiß, dass du das hier eigentlich nicht wolltest. Nichts davon. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Selbst wenn du es nicht bist. Danke, danke. Und du hast eine Mission für uns. Obwohl wir gerne noch eine Mission nehmen. Du bist es, gut. Es gibt Ärger. Ich habe den Notruf eines Freelancers empfangen, okay? Sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Weiß nicht. Ein Läufer steckt dort draußen fest, mit Passagieren. Sieht, wie gesagt, nicht gut aus. Wenn ein Freelancer Hilfe anfordert, sind wir zur Stelle. Verstanden. Los, finde so viel wie möglich heraus. Nun los. Kann ich euch schon mal ein neues Teil zeigen? Hier sind nur noch zwei. Okay, kommt euch. Hey Kameradin, ich brauche deinen Rat in meiner heiklen Regulatoren-Situation. Die ganze klar verwette ich meinen Javelin in einem Kartenspiel-Situation? Genau die. Ich bin also zu Ihnen gegangen, um zu sehen, ob Sie zu einem Deal bereit sind, wie wir besprochen haben, richtig? Haben Sie zugehört? Nun, anfangs schon irgendwie. Ich habe geschwärmt, was für wertvolle Sachen außerhalb der Mauer drauf warten, entdeckt zu werden. Haufenweise. Du weißt, wovon ich rede. Sicher. Was haben Sie gesagt? Sie verlangten beharrlich, dass ich Ihnen meinen Anzug gebe. Meinten, dass man Freelancern nicht trauen könne. Eine Bande Kriminelle sagt, dass man Freelancern nicht trauen kann? Genau da ist es mit mir durchgegangen. Hast du etwa einen Streit angefangen? Worauf du Gift nehmen kannst. Mit Mitgliedern einer organisierten Bande. Nur ein paar von ihnen. Hm. Verdammt, ich habe sicher alles schlimmer gemacht. Wer weiß, vielleicht lassen sie fürs Erste von dir ab. Vielleicht bedeutest du ihnen zu viel Ärger. Stimmt. Ich bin eine Menge Ärger. Gerätst du oft in solche Situationen? Nein. Naja, doch. Wenn jemand sich auf die Brust trommelt, muss ich es auch tun. Hin und wieder war ein Sentinel im Spiel. Vielleicht zwei. Sexy Fehlentscheidungen. Und was passiert jetzt? Vielleicht könnte ich irgendwann ein Treffen mit einem hohen Tier von Ihnen arrangieren und versuchen, das zu regeln? Gewagter Schritt. Kümmer dich lieber früher als später drum, okay? Früher, absolut. Willst du mitkommen? Ja, gemeinsam stärker, richtig? Großartig. Du und ich, Superstar. Wir schlagen Köpfe ein. Wir schlagen keine Köpfe ein. Wir schütteln Hände. Wir richten die Lage, verstanden? Ich weiß. Ich mach nur Spaß. Ich muss erst noch ein paar Sachen erledigen, aber... Schieb das nicht auf, Wraith. Erledige es so schnell wie möglich. Schon gut, natürlich. Ich melde mich bei dir. Alles klar.
So, wie viel haben wir noch hier? Ein. Ja, dann haben wir das schon mal zumindest hier schon abgeschlossen. Dann quatsch noch mit dir. Halleck? Hey. Reden wir miteinander? Kommt drauf an, was du zu sagen hast. Wie wäre es, wenn wir erstmal das Eis brechen? Ist 2 Jahre her. Was ist passiert? Manchmal trennen sich Wege eben. Dieser Tag im Herz des Zorns. Du hast es vergessen. Faye und ich nicht. So einfach ist das. Niemand kann diesen Tag je vergessen, Harlock. Wir haben so viele Freelancer verloren. Ich denke ständig daran. Ach ja? Du hast einfach normal weitergemacht. Gab es eine andere Wahl? Wir sind Freelancer. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Wir tragen alle einen Javelin, oder etwa nicht? Oh nein, du tauchst hier nicht einfach aus dem Nirgendwo auf und fängst an, mich zu verhören. Wie wär's also damit? Abseits vom Job sind wir einfach zwei, keine Ahnung, entfremdete Cousins, die sich wieder kennenlernen. Mal sehen, was passiert. Ich beiße an. Wir fangen neu an. Naja, manche von uns sind 45 Jahre alt. Neu ist da sehr nett formuliert. Vielleicht bin ich dein Onkel. Vielleicht werden wir sogar Freunde. Klar, Jungspund, wir können ruhig so tun. Aber beim Job werde ich dich nicht schonen. Du brauchst mich auch nicht schonen. Wie sind Tat im Niemen? So. Weiter geht's. Das ist, glaube ich, Nacht, oder? Ja. Sterne im Himmel. Sterne im Himmel. Wow. Tja, und hier. Kosmetischer Kram. Es ist immer noch dasselbe. Aber hey, bald könnten wir uns das hier leisten, wenigstens. Wow. Und da kannst du ein paar Sachen kaufen. Ich habe übrigens. Ich wollte auch noch mit uns quatschen, ne? Die wollen alle mit uns quatschen, ja auch noch. Oh, fuck. Okay, wir machen jetzt mal unsere Mission. Gehe ich nämlich in die Schmiede, zeige euch meine Ausrüstung, die ich jetzt inzwischen habe. Teilweise weiß ich noch gar nicht, wie sie ist. Waffen habe ich mir zum Beispiel jetzt das Gewehr noch gecraftet gehabt. Hier habe ich das gefunden gehabt, ich weiß noch nicht, wie der ist. Hier haben wir die Flamme, die kennen wir ja schon. Hier habe ich das Ding gefunden. Ich hoffe, das ist gut, aber klingt eigentlich ganz gut. Der Rüstungswert wird um 50% erhöht. Und Javelin hat jetzt auch eine Stufe von 100. Ist auch ganz gut eigentlich. Hier haben wir noch blaues, noch grünes Zeug drin. Das habe ich jetzt drin gehabt. Weil es halt ein bisschen besser Schutz für mich gibt, denke ich mal. Werde ich jetzt so vermuten. Ja, und jetzt machen wir uns auch unsere Mission. Ich habe auch schon einige Berichte jetzt zu Elfe gelesen. Und es ist halt wirklich sehr stupide, sagen wir es mal so. Es lohnt sich sehr vieles. Leider. Von daher bin ich, glaube ich, dann doch am Ende ganz froh, nicht mehr Spiel gekauft zu haben. Aber man weiß nicht, was auch in der Zukunft kommt. Das muss man auch dazu sagen. Aber wo ich sagen muss, ich finde die Welt zu erkunden, finde ich eigentlich ganz cool. Nur manchmal ploppen halt einfach Gegner vor einem auf oder ploppen weg. Wenn du gerade am Kämpfen bist, dann hast du plötzlich stempelt so einen Elite-Legendär-Typ oder irgendwas dort vor dir und denkst dir nur so, ja, okay, gut, und selbst zerreißt dich einfach nur mal eben schnell. Deswegen manche Gegner, die kriegst du einfach nicht fertig. Manche sind einfach super low. Und die stehen nebeneinander, so weißt du. Ja, ansonsten, ach ja, was auch noch gepatcht werden soll, ist jetzt, wir haben ja den Storm. Der Storm hat seine Ulti und der greift der angeht mich zu oft an. Es kommt zu Situationen, wo er mehrmals angreifen kann. Das soll er gar nicht können und ich denke einfach so, ist doch gut für einen. Das ist gut. Wenn das zu wenig ist, klar, es gibt, wäre ein PvP, wäre es unfair, aber es gibt kein PvP. So, hier sind meine Kuh. Okay, was wissen wir? Nicht viel. Beim Eskortieren eines Läufers hat ein Freelancer um Hilfe gerufen. Oh, das ist schnell flink. So, Materialien sammeln wir jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Das sind mir zu viele offene Fragen. Ja, und dieser Regen macht die Suche noch schwerer. Ich bin mal gespannt auf mein weißes Gewehr. Da ist es.
Wyvern. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ach was. Was denn da? Ruhe. Okay. Wyvern beim liegen gebliebenen Läufer sind vorerst weg. Mehr Zeit für uns. Sehen wir nach unserem vom Pech verfolgten neuen Freund. Genau so. Hol sie vom Himmel. Hörst du das? Ich glaube, wir haben unseren Freelancer gefunden. Ah, lebend. Gut. Gut? Bist du Freelancer? Ich bin Dix. Ja, Freelancer Dix. Was ist passiert? Die Ska haben mich vorhin angegriffen. Haben den Frachtraum beschädigt. Da, meine schweren Reparaturwerkzeuge sind überall verstreut. Hilfst du mir? Ich sehe, was ich finden kann. Die schweren Reparaturwerkzeuge. Na, da war es doch. Hab eins gefunden. Nicht weit entfernt. Da die Ladebucht beschädigt ist, haben wir schon seit einer Weile Vorräte abgeworfen. Die Werkzeuge könnten überall sein. Mhm. Oh, schon drüber das da. Was ist das? Für uns. Und wie gesagt, das fällt da drauf, dass es halt jetzt immer wieder hin und her laufen ist. Mission wiederholen sich echt sehr stark. Das ist ein Titan. Vorsichtig, meine Gute. Deine Brust ist verletzbar, wenn sie sich öffnet. Schön, warum werde ich angegriffen? Hallo. Achso, ich bin überhitzt. Natürlich. Aua. Warum geht der Titan nur auf mich? Hier am Ort des Hinterhalts gibt's bisher nichts zu finden. Freelancer Dix erwähnte einen Ska-Angriff. Der Frachtraum wurde beschädigt. Aber das kann nicht stimmen. Ska-Waffen bewirken nicht solche Schäden. Das hat ihm schon richtig wehgetan gerade. Und damit schon. Gut. Oh, oh, weg! Oder so. Wir haben das Teil. Es ist ziemlich groß. Der Weg zurück wird hart.
Also, ich darf mich nicht. Wo komme ich jetzt her? Ich glaube, meine neue Blitzfähigkeit gefällt mir ganz gut eigentlich. Vögel machen Ärger? Quatsch. Naja, ich würde gerne fliegen können, kann ich aber nicht. Ah, da liegt noch Loot für mich. Ah, Munition! Zack. Da läuft noch einer. Holt ihn euch. Ich sehe keine weiteren Wolfen. Gute Arbeit. Ich arbeite immer noch dran. Bin fast fertig. Also Blitzeinschlag. Moment, da kommt noch mehr Ärger. Großer Ärger. Großer Ärger auf jeden Fall. Musik. Großer Ärger. Ziel auf seinen Kopf. Ach nee. Das wird ihn wütend machen, aber es verursacht mehr Schaden als Treffer am Körper. Oh, fuck. Nicht getroffen. Holy shit, macht der Schaden. Du hast ihn verletzt, aber vorsichtig. Ja. Er ist wilder, wenn seine Augen zu leuchten beginnen. Gut zu wissen. Dieses Rutschen, warum gibt's dieses Rutschen? Er versucht dich einzuschüchtern, aber so leicht weicht ein Freelancer nicht zurück. Jedenfalls nicht dieser Freelancer. Schön, dass ich getroffen. Endlich ist das Monster erledigt. Dieser Schummel. Easy. Ah, keinen guten bekommen. Alles repariert? Ja, das sollte halten. Wir müssen los, ehe noch jemand auftaucht. Okay, viel Glück. Ich hab dich im Visier. Yes, ich hab dich im Visier, um es ist plötzlich eine Frau. Wow, Pat, beweg dich. Wow, geil. Der soll's herkommen, du Dummer. Ach, danke. Scheint, als wären Freelancer Dix und seine Passagiere unterwegs. Wenn sie in Fort Tarsis ankommen, müssen wir uns hinsetzen und mehr darüber hören, was passiert ist. Stimmt. Alles klar, meine Lieben. Cool wäre, wenn er jetzt noch laufen würde. Und das war's. Diese unnötigen Blitze immer. Es ist nicht cool und nicht cool, mir anzusehen oder so. Es ist gar nichts. Das
Vor allem ist es wirklich immer so ein geskripteten Stellen, der mir so einfach, hä, warum ist das jetzt da? So, weil ich darüber geredet habe, wenn wir jetzt schnell schenken. Kann ich mir gut vorstellen. So. Auf jeden Fall kriegen wir ein Level Up. Das sollte auf jeden Fall schon mal klar sein. Wie viel Erfahrung kriegen wir denn? Auch relativ wenig. Aber hey, wir sind 12. Immerhin Allianz. Kriegen wir nochmal ein paar Pünktchen. So, wie sieht das hier aus? So, Pilotenlevel haben wir freigeschalten, Kabinett-Slot haben wir bekommen, sehr schön. Zack, und ja, noch ein bisschen grünes Zeug. Dann gehen wir direkt nochmal in die Schmiede, weil wir können noch was Neues ausrüsten. Ach ja. So, Legion, Waffenteile haben wir erst jede Menge, so Komponenten. Hier haben wir noch einen dritten Slot jetzt. Was kann man denn hier auswählen? Hört den Widerstand gegen Elementarschaden von 35%. Wäre, glaube ich, ganz cool, oder? Ja. Rüsten wir den nochmal aus. Hier haben wir vielleicht noch was Besseres. Der Feuerschaden 5%, der Grundschaden, der Effekt. Gibt es das vielleicht irgendwie auch für Blitz? Gas, genötigt Sprengkraft. Welche Sprengkraft genau ist gemeint, ist die Frage. Erhöht die Rüstung um 5% des Grundwertes. So, ist das eigentlich nur in Grau? Was eigentlich ganz cool ist. Versteckt die Rüstung des Javelins deutlich. Na, also kriegen wir mehr. Wir sollten weniger Schaden kriegen, theoretisch. Praktisch weiß ich nicht. Was haben wir denn hier schönes? Eine Waffe, Schrotflinte, oh, ein LMG haben wir wieder. Ich habe aus, sind alle LMGs weggeballert. Ups. So, hier ist auch nichts Interessantes. Und hier. Das passt auch so. Hier Komponenten haben wir schon geguckt. Und hier hätte ich genau was Blaues. Aber ich habe auch nichts bekommen irgendwie. Oder kann ich was Blaues herstellen? Na gut, dann gehen wir wieder zurück ins Vor. Da müssen wir uns auch noch durch die kompletten Leute quatschen. Das ist unglaublich. Silver ist ja da ist einfach voll. Mit Leuten, die quatschen wollen, plötzlich. So viel reden kann ich gar nicht. So, wenigstens geht das schnell. Gucken wir mal schnell noch hier. Ist ein paar Komponenten, was sie vielleicht kriegen. So, Pistolen haben wir hier 14. Schadengeschwindigkeit. Oh, Geschwindigkeit ist eigentlich auch ganz nett. Als ob es schon zerlegt habe. 240. Schauen, das ist ja hier ein Witz von der Waffe. Weg damit. Zack, zack, 160. Na, oh, die sind rausgerüstet, deswegen kann ich es nicht wegtun, okay. Muss ich mal einen anderen Javelin. Könnte ich jetzt nicht das Menü öffnen und austauschen, aber geht ja nicht. Deswegen, das ist halt das Dämliche. Sturmgewehre. Ist das eigentlich ganz geil? Das ist echt Sache, ja, das ist ja die erste Waffe, die man hat, deswegen kann man die nicht austauschen. Stimmt ja, da war ja was. Komponenten kann man hier auch nochmal schön sortiert sehen, so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz cool so. Steckt die Jurisdiction deutlich. 200. Weg. Hier 18 zu 12, genau auch weg. Dann hier 214, 59. Kann auch ein bisschen aussortieren hier. Zack. Schrotflinten. Nee, zum brauche ich eigentlich keinen Arsch. Das soll ein Scharfschützengewehr sein? Hell. Das ist wie ein MG, oder? Das ist ein LMG. Lol. Na, da machen wir hier was. 12, 5%.
Und wie viel macht der? 5%. Dann würde der Wert ein bisschen besser und hat einen Zusatzeffekt, okay. Ausweis, Schrotflinte. Egal. Brauche ich alle nicht so wirklich. Kolossus leer jetzt? Der auch? Hä? Der war doch mal so eins gewesen. Standard. Achso. Standard ist mal jetzt neu. Gefühlt. Aber egal. Also egal, so hier dann nochmal ein Schrott halt. Habe ich das alles hier inzwischen? Könnte ich jetzt mit der einfach alles auf einmal zerstören, aber heben wir es auf, falls wir nochmal für uns anderen nicht auf wieder was brauchen, so. Alles zum Ausrüsten halt, ne? So, gut, und jetzt haben wir hier noch den Laden, der im Grunde genau dasselbe ist. Ja, ich verstehe nicht den Laden, weil... Ja, hier, weil ich bezahle dasselbe. Deswegen ist es irgendwie schwachsinnig und das Angebot ist auch dasselbe. Und vor allem kann ich mein Zeug nicht mal verkaufen. Das ist ja auch ein bisschen schade. Ich verstehe nicht, warum es diesen Laden gibt. Ah, das ist unnütz, finde ich. So, Karte. Hier haben wir allein 3, 4 Sachen. Das ist Hauptstory hier unten, ne? Mission, genau. Dann gehen wir erstmal zu dem. Ach, ihr wollt jetzt auch wieder alle quatschen. Okay. Gut, ihr seht ja, wir werden einiges noch an Quatschen zu quatschen haben hier im Spiel. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.